Fast habe den Papst erwähnt, den habe ich jetzt weggelassen. Da könnte man viel zu sagen, weil Papst Franziskus hat natürlich auch sich bemüht, in diesem Konflikt zu vermitteln. Und das ist auch, muss man sagen, schiefgegangen, teilweise mit Ansage schiefgegangen, weil der Papst ist ja in der, das haben Sie auch angedeutet, in der Doppelrolle. Er ist einer Seite Hirte, Seelsorger, Oberhaupt der katholischen Weltkirche. Auf der anderen Seite ist er Staatsoberhaupt eines Staates, Vatikan, eines neutralen Staates, ähnlich wie die Schweiz, der eigentlich für sich in Anspruch nimmt, auch vielleicht ähnlich wie die Schweiz, zu sagen, wir könnten doch ein guter Vermittler sein, eben weil wir neutral sind. Man kann es jetzt darüber streiten, ob in der Vergangenheit diese Initiativen des Vatikan im Ersten, Zweiten Weltkrieg und anderen Kriegen wirklich so erfolgsversprechend abgelaufen sind oder nicht. Bei den beiden Weltkriegen wäre ich eher skeptisch. Es gibt Fälle, 1978, wo der Vatikan erfolgreich zwischen Chile und Argentinien vermittelt hat. Aber das war kurz bevor die Waffen geschossen haben. Da hat man den Krieg verhindert. Da hat man es verhindern können, dass es quasi da um einen Territorialdisput, dass es da zum Krieg kommt. Man hat teilweise in innerstaatlichen Konflikten vermitteln können, Mosambik, Südsudan, zumindest temporär, auch nicht dauerhaften Frieden, im Fall der Ukraine nicht. Das hängt aus meiner Sicht an der auch ambivalenten und auch sehr, sehr wechselhaften Reaktion des Papstes zusammen. Er ist zu Beginn des Krieges, Sie erinnern sich vielleicht, hat er sich zur russischen Botschaft in Rom fahren lassen. Hat also eine starke Geste gesetzt, zu sagen, ich sehe, da ist Unheil im Anmarsch und ich gehe sofort im wahrsten Sinne des Wortes dahin. Er hat, als dann die Gräueltaten von Butscha, diesem Vorort von Kiew im Frühling 2022 bekannt geworden sind weltweit, hat eine ukrainische zerfetzte Fahne aus Butscha geküsst, hat auch mehrfach im Prinzip, hat einen Brief an das ukrainische Volk im Herbst gleichen Jahres geschrieben, auf der einen Seite sehr starke, empathische, solidarische Gesten gesetzt. Auf der anderen Seite gibt es Äußerungen vom Papst, der hat sich auch dann, er ist nicht nach Moskau gereist, wie der ÖRK-Generalsekretär, aber hat sich im Frühling 2022 zu einem Videogespräch mit Moskau schalten lassen. Das ist gleich passiert, wie was Moskau immer macht, die haben eine Presseerklärung rausgegeben, zu sagen, also eigentlich Patriarch und Papst, sie meinen ja das Gleiche. Der Papst hat erst ein paar Monate später im Interview dann gesagt, dass er schon deutlich geworden wäre, dass der Patriarch nicht zum Messdiener von Putin werden dürfe, also nicht dann derjenige, der da schwanzwedelnd vorweg oder hinterherläuft. Aber in dem gleichen Interview auch deutlich gemacht, weil die Ukraine haben ihn ja angefleht, nach Kiew zu kommen, zu sagen, Heiliger Vater, komm zu uns als Zeichen der Unterstützung, als Zeichen der Solidarität. Und der Papst hat in mehreren Interviews deutlich gemacht, dass für ihn die Reiseroute ist, erst Moskau, dann Kiew. Und in einem Interview sieht man wirklich, wo auch diese beiden Rollen durcheinander kommen, wo er dann sagt, zuerst möchte ich nach Moskau reisen und Putin treffen, aber letztlich bin ich nur ein Priester, was kann ich denn bewirken? Und dann ist die Frage, in welcher Rolle spricht er da? Wenn er nach Moskau reist, dann ist er eigentlich in der Rolle des Staatsoberhauptes, des Vatikans, eines neutralen Staates. Aber wenn er sagt, ich bin Priester, ist er eigentlich der Seelsorger. Und dann sollte er vielleicht eher in die Ukraine fahren und der kriegsbetroffenen Bevölkerung beistehen. Das heißt, diese beiden Rollenverständnisse sind gar nicht ganz klar. Und das dritte Problem, was noch hinzukommt, oder es sind noch zwei weitere, was hinzukommt, ist, ich hatte Ihnen diese Äußerung von Patriarch Kirill an die Wand geworfen, wo er sagt, wir führen einen Kampf gegen diese verdorbene westliche Welt. Alles säkularisiert, alles viel zu liberal und viel zu sexuell freizügig. Es gibt natürlich auch eine römisch-katholische Kirche, einen Großteil, die es genauso sehen. Sie sagen im Prinzip, es ist einfach viel zu säkularisiert. Das heißt, man hat eigentlich vor dem Krieg immer das als ein Bündnisgenossen gesehen, zu sagen, wir können einfach Rom und Moskau zusammenwirken gegen Abtreibung, gegen diese ganze Liberalisierung. Das heißt, damit muss man umgehen können. Und was man natürlich auch einfach bei Papst Franziskus sieht, ist dieser Anti-Amerikanismus. Das ist ein lateinamerikanisches Erbe. Er kommt aus Argentinien, er liest natürlich diesen Konflikt so. Der Papst hat mehrmals gesagt, das war eigentlich ein Krieg der Imperialismen. Also man hat Imperialismus aus Moskau und aus Washington, / Brüssel von mir aus,
Und es sind eigentlich zwei Imperialismen da im Krieg. Ich würde sagen, diese Lesart des Konfliktes ist vollkommen falsch. Es sind nicht zwei Imperialismen, es ist nicht die NATO, die irgendwie, das hat genau der Papst noch gesagt, die NATO hätte an der Tür gebellt vor Russland. Und man müsste sich halt nicht wundern, dass dann halt die Russen so reagieren, wie sie reagiert haben. Aber es ist natürlich, eine falsche Lesart des Konfliktes. Der Ursprung dieses Konfliktes ist einfach, dass die Ukraine sich sehr bewusst auf den demokratischen Weg begeben hat und das für Putin eine Gefahr in seiner Macht ist. In einem unmittelbaren Umfeld zu sehen, es gibt bei allen Macken, die die Ukraine hat, das demokratische System, ein demokratisches Land, ein demokratisches Vorbild, und das kann Putin nicht tolerieren. Das ist im Prinzip der Kern des Konfliktes und nicht eine irgendwelche NATO-Osterweiterung. Das heißt, aus verschiedenen Gründen sieht man auch, dass der Papst dann damit dringt, und er hat dann im Prinip den Vorsitz der italienischen Bischofskonferenz, Matteo Suppi, als seinen Friedensbeauftragten geschickt. Er hat ihn nach Moskau geschickt, nach Kiew, Peking, Washington, und anfangs schien wirklich so der Gedanke im Vatikan zu sein, wir können das irgendwie schaffen. Hat aber sehr schnell merken müssen, das geht gar nicht, was an sich schrittweise runter definiert zu einer humanitären Mission. Und was der Vatikan jetzt macht, da war er auch in den jüngsten Tagen erfolgreich, das ist auch wichtig, dass er versucht, die verschleppten ukrainischen Kinder nach Russland zurückzubringen. Da hat er jetzt Teilerfolge erzielen können. Man sieht, das geht, aber in diese Rolle zu schlüpfen, zu sagen, wir als Vatikan, als neutraler Staat, können wirklich deinen Friedensprozess in Gang setzen, das geht nicht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn die Ansichten der Akteure, der Beteiligten so konträr auseinander sind.